Es juckt am ganzen Körper und wir sollen mal kratzen? Ja, das ist doch kein Problem. Zeit für Biene, Luigi. Ah, ja, da. Okay, kratz, kratz. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Luigi's Galaxy. Hier auf Katze. Der Eierplanet ruft nochmal nach uns, da wir mehr Sterne benötigen, um weitere Galaxien zu besuchen. Deswegen geht es hier weiter. Erfülle den Wunsch des Vielfraß. Und der scheint irgendwo hier auf dem Planeten zu sein, oder? Ach ja, schaut ihn euch an. Den kennen wir, diese Vielfraß-Lumas. Die werden wir tatsächlich sogar öfter mal treffen. Gut, aber jetzt müssen wir erstmal einen Weg finden, um zu diesem Luma zu gelangen. Und zusammen mit unserem Luigi sollte das doch möglich sein. Ist das hier der Weg? Schaut mal hier, was ist da eigentlich drin? Ganz viele Sternensplitter. Ey, aber die komischen Dinger sollen da nicht an meinem Kopf saugen. Das ist echt eine eklige Angelegenheit. Schnell, Luigi, du musst darüber. Achtung, die Goombas sind los. Und? Hey, mein Luma-Kumpel ist nicht mehr hier oben. Muss ich einen anderen Weg nehmen? Wahrscheinlich da unten, oder? Da geht es so quer rüber. Ja, da ist ein blauer Luma. Ich glaube, der wird uns jetzt helfen können. Hey, blauer Luma, gibt es hier einen besonderen Weg? Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du ihm nicht seine Bitte erfüllen? Nutze die Sterne und Sterne, um dich fortzubewegen oder weiter zu bewegen. Falls du im Handheld-Modus spielst, kannst du den Stern und den Stern auch einfach berühren. Also den blauen und den gelben Stern? Ja, der gelbe Stern ist natürlich dieser Hauptstern, mit dem ich mich dann katapultieren kann. Mit dem blauen bewege ich mich schwebend zu ihm. So, wo soll denn dieser Luma sein? Hier auf diesem kleinen Planeten, der voller Stacheln ist? Vielleicht. Nö, da geht's theoretisch auch direkt weiter mit uns. Okay. Na gut, dann muss ich mir das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen. Gibt es hier noch einen alternativen Weg? Womöglich nicht. Ich muss jetzt hier diesen Stern nehmen. Aber, was ich auch nicht vergessen darf, ich muss genügend Sternenteile haben. Jetzt habe ich mal 50 aktuell dabei. Die Frage ist nur, brauche ich mehr als 50 oder wird er ungefähr so 50 benötigen? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber wir finden das gleich heraus. So, da ist ein großer Stern. Ich nehme den direkt mal. Da ich behaupte, dass ich 50 brauche und somit genug besitze, genügend Sternenteile. Jetzt muss er sich nur noch zeigen. Ach, da oben ist er ja. Hallo, mein Freund. La 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 la. Hey, du da. Hast du keine Sternenteile? Ich will Sternenteile essen. Ganz viele davon will ich essen. La 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 la. Komm schon, gib mir ein paar Sternenteile. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Oh nee, 100? Da fehlt mir noch knapp die Hälfte. Na toll, ich muss also nochmal zwischen den Galaxien reisen, zwischen den Planeten, um noch weitere Sternenteile zu bekommen. Ja, wobei, es geht relativ fix. Ich meine, ich habe jetzt schon, wie ihr sehen könnt, 74. Das heißt, 26, die mir noch fehlen, und dann ist die Sache auch schon gegessen. Perfekt, 20 noch. Einmal hier mit dem Stern rüber. Das nehmen wir alles mit auf. 10 fehlen noch, das geht ruckzuck. So, hier war ich schon relativ fleißig. Wir haben hier aber noch Goombas. Und diese Stacheln, diese Igelpflanzen, so möchte ich sie mal bezeichnen, die uns womöglich auch noch weitere Sternenteile zur Verfügung stellen. Ja, wunderbar. 4 noch. Und das kann ich mir von den Goombas holen. Eine Drehattacke, einmal rammen und schon kriege ich 3 Sternenteile. So, Moment. Perfekt. Das ist ja klasse gelaufen. Und ein extra Leben gibt es auch noch. Denn, wir dürfen nicht vergessen, ab 50 Sternenteile kriegt man ein extra Leben. Und jetzt geht's direkt weiter für mich. Oh, hier gäbe es ja noch etwas. Das habe ich ganz vergessen. Hier hätte ich mir auch noch Sternenteile holen können. Naja, egal. Jetzt habe ich definitiv genug. Also nochmal rüber. Und dann sind wir wieder auf dem Planeten, wo auch der Sternenvielfraß bereits auf uns wartet. Hey, wir haben genug dabei.
Oh, klasse. Lass mich mal... Oh, der wird jetzt gefüttert. Der wird jetzt gefüttert. Der wird richtig dick. Eieiei. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Der ist so dick, man konnte ihn kaum verstehen, was er da gesprochen hat. Ein neuer Planet wurde geboren. Und daher geht es jetzt mit dem Stern auch für Luigi gleich mal weiter. Luigi, du bist klasse. Und zack. Irgendwie sieht dieser Planet so aus, als wäre das die Weltkugel. Und auf dieser Weltkugel thronen die einzelnen Skyscraper hervor, die einzelnen Hochhäuser. Das könnte zum Beispiel New York City sein. Und ihr seht schon, der Rückwärtssprung von Luigi ist einfach fantastisch. Und nicht vergleichbar mit dem Rückwärtssprung von Mario. Und zack. Oh, ich dachte, wir kommen da jetzt irgendwie rein. Aber dann suche ich hier wohl erstmal einen Eingang. Das ist kein Problem. Die Frage ist nur, von wo? Komme ich hier vielleicht rein? Nee. Fehlanzeige hier schon mal nicht. Von irgendeiner anderen Seite aus. Ah ja, hier ist der Eingang. Und hier gibt es eine gewisse Schwerkraft, die uns entweder nach unten oder nach oben drückt. In dem Fall nach oben. Und das symbolisieren die Pfeile. Die Pfeile zeigen uns, ob wir nach oben oder nach unten gedrückt werden. Ach, herrje. Oh, Teppichtörtchen, das habe ich jetzt vermasselt. Komme ich da hoch mit einem Wandsprung? Oh, ja. Wunderbar, Luigi. Hey, was soll das? Okay, gut. Da ist noch ein extra Leben. Oh, nein, 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 nein. Oh, zum Glück bin ich noch runtergekommen. Das hätte ich da jetzt meine Finger eingeklemmt. Und das wäre nicht wirklich toll gewesen. So, jetzt hier mit dem Wandsprung hoch. Und wir haben es geschafft. Da ist der Stern und wir katapultieren uns direkt weiter. Da in den kleinen, süßen Stern, der auch den Stern in sich trägt. Doch um diesen zu erreichen, müssen wir erst einmal noch die blauen Splitter einsammeln. Die sich teilweise auch auf der Rückseite des Sterns befinden. So, und die letzten zwei sind hier links. Einer da oben, einer da unten. Das war Nummer 4. Oh, das ist echt schwer, so seitlich zu laufen. Es sieht so aus, als würde Luigi runterfallen. Aber wir bewegen uns auf diesem Planeten. Deswegen haben wir nicht direkt diese Schwerkraft und fallen herunter. Okay, und jetzt müssen wir nur noch darüber. Und das hat wunderbar funktioniert. Kurz greifen, dann schnell umgreifen, damit Luigi möglichst zur Mitte gelangt. Supi, und damit haben wir unseren dritten Stern, oder? Ist das der dritte? Ja, das müsste der dritte sein. Ja, das ist der dritte. Zack, 3 Sterne, 2 Münzen und eine Menge Sternenteile. Wir haben eine neue Galaxie entdeckt. Und die werden wir jetzt gleich mal erkunden. Gut gemacht. Dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Powersterne und dein Sichtfeld vergrößert sich. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Ja, das denke ich allerdings auch, mein lieber Sternenfreund. So, da ist die 3. Okay, okay. Honigbienenkönigreich. Ah ja, da gab es ja diese riesige Honigbiene. Die ist lustig, denn die erste Aufgabe ist so, so verrückt. Flieg, Bienen-Luigi. Ja, wir verwandeln uns jetzt in Bienen-Luigi. Das wird schön. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Da hinten ist die Bienenkönigin. Und jetzt reden wir auch gleich mal mit dem Bienenvolk. Denn die werden uns jetzt berichten, was hier vorgefallen ist. Hallo. Das ist das Honigbienenkönigreich. Unsere Königin regiert dieses Land. Ah ja, okay. Es ist also erstmal nichts vorgefallen. Naja, umso besser. Übrigens, allgemein gesprochen, wenn es um Luigi's Galaxy geht, ich werde nicht die ganze Terrasse durchspielen, so wie es in Mario Galaxy der Fall war, und erst dann die nächsten Galaxien erkunden, sondern ich werde bunt durchmischen. Ja, ich werde auch alle Sterne sammeln, allerdings bunt durchmischen, damit das ein bisschen abwechslungsreicher in den Videos wird. Was du hinter dem Wasserfall siehst, ist das Schloss unserer Königin. Okay, doch dazu muss ich mir erstmal den Bienenpilz holen. Du wurdest zu Bienen-Luigi.
Halte B gedrückt, um zu fliegen. Mhm. Ist das nicht cool? Jetzt sind wir Bienen, Luigi. Luigi, Luigi time. Immer wenn ich Luigi versuche zu synchronisieren, klingt das fast schon wie Waluigi. Einfach nur, weil ich Waluigi viel besser beherrsche. Waluigi time. Entschuldigt bitte, ihr kennt das ja. Ich habe Waluigi nicht zum ersten Mal synchronisiert und immer wenn ich an ihn denke, habe ich das Bedürfnis, kurz diesen Spruch zu bringen. Es ist Zeit für Waluigi. Waluigi time. So, jetzt vorsichtig. Das sind wieder diese Monster, die einen am Kopf saugen, was auch immer das sein soll. Ganz, ganz komische Fähigkeit dieser Gegner. Aber alles halb so wild. Lasst uns lieber mal vorsichtig weiter. Jetzt kaum einmal hier rüber mit uns. Ja, wunderbar. Hier gibt es auch viel zu entdecken. Aber wir schauen uns mal da drüben um. Da haben wir nämlich ein Blümchen. Und da können wir dann nach oben katapultiert werden. Zack. Boah, das sind ganz viele Sternenteile. Sammeln wir alle ein. Und wenn man hier versehentlich durch das Wasser seine Bienenfähigkeit verliert, ist das nicht so schlimm, denn da unten bei den Seerosenblättern gibt es irgendwo noch eine Bienenfähigkeit, ein Bienenkostüm. Okay, und jetzt müssen wir nur noch an den Honigwaben nach oben klettern. Gar nicht so schwer eigentlich. Trabbeldi, Trabbeldei. So, immer schön festhalten, Luigi. Zum Glück sind die Honigwaben schön klebrig, sodass wir auch nicht herunterfallen können. Stattdessen kleben wir und können nach oben kraxeln. Jetzt müssen wir nur noch diese Blume besiegen, denn die hat eine Bohnenraum. Nein! Wie ist das denn jetzt passiert? Das glaubt mir doch kein Mensch, oder? Nein! Och, Mando! Naja gut, was soll's. Ich brauche jetzt erstmal eine Bienenfähigkeit, sonst kann ich nicht an den Waben kleben. Denn der normale Luigi kann das nicht, ich muss eine Biene sein. So, jetzt vorsichtig zurück. Schön sparsam mit der Flugfähigkeit umgehen. Also nicht die ganze Zeit die A-Taste gedrückt halten, sondern ab und zu loslassen. So kann man sich das ein bisschen einsparen. Okay, so, vorsichtig. Kurzer Zwischenstopp auf dieser Wabe. Und diesmal darf ich mich von der Blume nicht überrumpeln lassen. Das wäre sonst echt peinlich, wenn mir das noch ein zweites Mal passieren würde. Oh nee, oh nee, oh nee, jetzt aber schnell, Luigi. Oh, Halleluja. Ich dachte schon, das geht jetzt in die Hose. Hallo, Bienenkönigin. Oh, wer bist du denn? Egal, wer du bist, ich habe eine Bitte an dich. Mich juckt es am ganzen Körper. Kannst du dir das nicht mal ansehen? Ja, na klar, das ist doch überhaupt kein Problem, liebe Bienenkönigin. Ich schnapp mir nur mal schnell einen Pilz und dann schaue ich mir das mal genauer an. So, vorsichtig hier landen. Und jetzt da drauf. Perfekt. Ja, da. Genau. Oh, ja. Jetzt noch am Rücken. Au, 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 das juckt. Ah, perfekt. Das kitzelt. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, vielen Dank, liebe Bienenkönigin. Es freut mich, dass du es genießt. 5 Sternensplitter gefunden. Danke, Fremder. Ich fühle mich gleich viel besser. Wenn mal wieder etwas ist, kümmere dich darum. Ja? Na klar. Ruf mich einfach an. Du hast ja meine Nummer, nicht wahr? Nee, habe ich nicht. Dann schick mir eine E-Mail. Tschüss. So, und jetzt mit dem Stern geht es dann hier auch direkt für uns weiter. Bums, wo eigentlich? Geht es auf das Dach? Auf die Baumkrone. Und hier gibt es Kapitän Toad. Hallo, Kapitän Toad. Ah, eine Biene. Nanu, Luigi. Luigi, du bist. Wir sind auch aus Prinzessin Peach Schloss geflohen. Aber dann ist uns Bowser auf die Pelle gerückt und wir haben uns mit Luigi verirrt. Hä? Ich bin doch Luigi. Ah, ja, ganz vergessen. Wir haben einen Powerstern gefunden. Du wirst ihn bestimmt gebrauchen können. Also nimm ihn bitte. Also Toad ist mit Luigi geflohen, aber ich bin gar nicht mit dir geflohen. Vielleicht hast du das nur geträumt. Nein, wirklich. Okay, was Toad damit meint, werden wir vielleicht im Laufe unseres Abenteuers noch erfahren. Wir werden sehen. Jetzt haben wir erstmal den Stern erhalten. Und das ist doch auch sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig.
Zurück zur Sternenwarte, zu Rosalina. Die hat uns anscheinend etwas Wichtiges zu erzählen. Sonst würden wir nicht extra hierher fliegen, oder? Hui, hui, hui. Sehr gute Ausbeute. Ah. Luigi. Dein Name ist Luigi, nicht wahr? Das haben mir deine Freunde verraten, die uns vor einer Weile besucht haben. Luigi. Irgendwie ruft dieser Name Erinnerungen wach. Look. Wir haben deine Freunde zur Garage gebracht. Sie wollen dir etwas sagen, also geh sie auf jeden Fall besuchen. Das werde ich machen. Dankeschön, Rosalina. Das ist die sogenannte Garage. Okay, interessant, dass das als Garage bezeichnet wird. Hallo Kapitän Toad, alles in Ordnung bei euch? Luigi, wir haben es auch irgendwie bis hierher geschafft. Wir helfen dir, die Powersterne und Prinzessin Peach zu befreien. Du kannst auf uns zählen, Luigi. Wir sitzen alle im selben Boot. Ja, das kannst du laut sagen. Das ist hier wirklich der Fall. So, dann mal weiterschauen. Denn in der Terrasse gibt es noch mehr zu entdecken. Einmal hier rüber. Und können wir einen neuen Planeten öffnen? Nee, wir brauchen noch weitere Sterne. Ich glaube, erst ab 5 Sternen kann ich auf der Terrasse einen weiteren Planeten starten, eröffnen. Oder besuchen. Honigbienenkönigreich, Notfall am Wachturm. Was ist denn da passiert? Eieiei, dieser Wiggler beschützt auf jeden Fall diesen Knopf. Okay, und da oben gibt es einen Turm. Vielleicht gibt es da etwas Wichtiges für uns zu entdecken. Finden wir es also gemeinsam heraus. Los, los geht's! Willkommen in der Honigbienengalaxie. Erneut wohlgemerkt. Und jetzt schauen wir mal, dass wir relativ schnell auf jeden Fall unser Bienenkostüm bekommen. Denn nur mit diesem Kostüm können wir uns ja schön fortbewegen. Das ist ja sozusagen das Fortbewegungsmittel, das Hauptfortbewegungsmittel in dieser wunderbaren Welt hier. Ich frage mich nur, wo ich hin muss. Und gab es nicht unter den Steinen irgendetwas Besonderes? Also hier sieht das bisher noch nicht so aus. Und auch da ist nichts. Tja, Fehlanzeige. Vielleicht hier. Und, nee, auch da ist nichts. Na toll. Und weg mit ihr. Da ist keine Ranke, die nach oben führt. Das ist ja verrückt. Aber hier, du, komm. Das war auch keine Ranke. Jetzt bin ich wirklich verwirrt. Was habe ich denn übersehen? Irgendetwas habe ich übersehen. Ah, unter diesem Fels war das versteckt. Jetzt macht das alles wieder Sinn. Und hoppsala. So, hier gibt es, glaube ich, nur Sternenteile. Ist also gar nicht so wichtig, hier nach oben zu springen. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Und zack. Und so machen wir das Schritt für Schritt. Hier rüber. Was haben wir hier Tolles? Nur ein paar Sternenteile. Also nicht ganz so wichtig. Da ist der rote Knopf. Den haben wir ja die ganze Zeit gesucht. Hallo, lieber Wiggler. Da wollten wir sowieso mal vorbei. Und jetzt können wir die Brücke passieren. Und hier gab es das erste Zusammentreffen mit Schildfried. Das war damals zumindest in Mario Galaxy so. Ich überspringe mal Schildfried und nutze den Rückwärtssalto, um hochzukommen. Schildfried würde euch an dieser Stelle jetzt erzählen, wie man den Wandsprung vollführt. Falls ihr also nicht wisst, wie er geht, lohnt es sich, mit dem Schild zu sprechen. Mit dem sogenannten Schildfried eben. Jetzt geht's hier noch ganz elegant nach oben. Und so kommen wir Stück für Stück zum Wachturm. Ah ja, da oben ist der Turm. Oh, kleiner Zwischenstopp. Auf diesem Turm. Oder auf diesem Planeten. Sieht aus wie so ein Pilz. Und da geht es direkt weiter. So, ganz vorsichtig. Und wusch. Nächster Abschnitt. Hier müssen wir uns womöglich durchfallen lassen, oder? Oh. Juhu, du bist Regenbogen-Luigi. Und damit unbesiegbar. Jetzt können wir alles und jeden hier platt machen. Wow, die haben ja gar keine Chance hier. Die armen Pflanzen. Die tun mir ja schon fast ein bisschen leid. Eieieiei. Und jetzt hier noch durch. Perfekt. Und dann mal Karabanga nach unten.
mit uns. Jui. Geschafft. Was haben wir hier? Ein Bienenwächter. Von der Kolonie. Oh, wir müssen ganz nach oben, oder? Wobei, da unten ist noch ein großer Pilz. Den spare ich mir jetzt. Und dann geht es hier auf die Windmühle, die sich allerdings nicht bewegt. Tja, das ist natürlich sehr, sehr schade. Selbst mit einer Stampfattacke ist das hier nicht zu schaffen. Ist das da unten ein Knopf? Nee, das ist nur ein Trampolin. Okay, dann muss der Knopf irgendwo anders sein. Es muss einen Knopf geben, mit dem ich die Windmühle antreiben kann. Ich muss sie irgendwie aktivieren. Das vielleicht? Ja, das war der Knopf. Dann mal schnell weiter. Der Wachturm wartet schon auf uns. Stopp, 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 stopp. Wartet auf uns. Oh, ich dachte, der nimmt uns noch mit. Na gut. Die nächste Phase, die funktioniert hier wunderbar. Einmal drumherum. Und dann sind wir auch schon hier oben. So, hübsches Käferchen. Ich muss dich leider platt machen. Moment, so, das war Käfer Nummer 1. Oh, jetzt. Jetzt ist der natürlich sauer. Aber den können wir relativ fix besiegen. Der ist gar nicht so stark, wie man jetzt vermuten mag. Da er einfach so gut wie nichts aushält. Schaut mal, schon platt gemacht. Und schon kriegen wir den passenden Stern dazu. Alles also sehr, sehr einfach gehalten. Und zu unseren Gunsten, tada, Stern erhalten. Mit dem können wir jetzt ganz fröhlich zurückkehren. Und ich hoffe, dass der schwarze Luma jetzt stolz auf uns ist, wenn er sieht, dass wir bereits 5 Sterne zurückerobert haben. Hat doch bisher ganz gut geklappt und eine neue Galaxie wurde entdeckt. Super. Auf der rechten Seite geht es auch schon direkt weiter mit den Videos. Einfach da drauf tippen und ihr kommt zum nächsten. Und nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine spannenden Videos mehr verpasst. Und ihr wollt doch hoffentlich auch ein Teil der Katzen-Community sein. Einfach auf Abonnieren klicken und dann seid ihr Teil der Community. Na dann, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt katztastisch!